zu einem neuen Video von mir. Heute stelle ich meine Neuzugänge vor und ja, beginnen wir dann mal. Ich habe bei Avell und bei Medibobs bestellt und die ganzen Informationen packe ich in die Infobox. So, fangen wir mal bei Avell an. Ich habe ein Buch von Mekkabot bestellt. Ich habe schon mal bereits ein Buch von ihr gelesen und ich fand es sehr gut. Also schick mit Roman, so ein bisschen Frauenlektüre und ja, ich wollte mal gerne mal wissen, wie sie so ein bisschen in Richtung Fantasy schreibt. Und das klang ganz gut, das ist das Buch Jenseits und auch das Cover ist super schön. Also gefiel mir sehr gut und der Klappentext gefiel mir auch ganz gut. Da geht es um ein Mädchen, was im Pool stürzt und stirbt. Und ja, sie überlistet halt den Herrn der Unterwelt und ja, niemand glaubt ihr. Und es sind so ein paar mysteriöse Sachen dann und da kommt natürlich ein Kerl, wie heißt der? John Hayden. Und er hilft ihr so ein bisschen und ja, ob er dann es doch gut mit ihr meint oder doch irgendwelche hinterhältigen Sachen da sind und wem sie jetzt trauen kann, ist natürlich total spannend und mal schauen, wann ich das Buch lese, aber es wird auf jeden Fall, denke ich mal so im Herbst, wenn es ein bisschen dunkler wird, gelesen. Ja, bin ich auf jeden Fall mal gespannt. Das zweite Buch, was ich habe, ich finde das Timing von Martha Brooks. Ich kann die Frau leider nicht aussprechen. Deswegen von der lieben Martha. Die Martha hat ein Buch über die Heidi geschrieben. Die Heidi hat einen Schutzengel. Der Schutzengel. Ja, meint aber seinen Job nicht immer ganz ernst zu nehmen und wie sich das jetzt entwickelt und welche Gefahren und irrwitzigen Probleme auftauchen, muss man natürlich lesen. Bin aber natürlich super gespannt, auch das Cover sah auch total toll aus. Und wer das erste Video von mir gesehen hat, hat bestimmt gesehen, dass ich ein neues Buch gekauft habe, beziehungsweise zwei, weil das eine war von Tatjana Heimann, weil mir der Schreibstil im Moment sehr gut gefällt. Also ich bin bei dem Buch bei der Hälfte, weil ich überschneidend lese, also mehrere Bücher, zeitgleich lese. Wollte ich doch gerne mal wissen, ob mir auch ein paar andere Bücher von mir gefallen. Und deswegen habe ich Traumsplitter bestellt. Ganz total günstig bei Avell. 5 Euro und ist sogar noch eingeschweißt, da ist nichts dran und normal wird es jetzt 18 Euro kosten, steht hier sogar hinten noch drauf und ja, worum es jetzt geht, weiß ich leider nicht. Lass mich da aber an sich einfach reinfallen und bin einfach mal gespannt, wie sich das so lesen lässt und welche spannenden Abenteuer da mich erwarten. So. Ein anderes Buch habe ich hier, und zwar in dieser ganz besonderen Nacht von Nicole C. Fossler. Es ist auf jeden Fall so eine Geistergeschichte und so ein bisschen was Süßes für zwischendurch. Ich denke mal, dass es so vielleicht so in die Richtung nur ein Hauch von dir. Das habe ich bereits gelesen und es hat mir sehr gut gefallen. Dann ging es auch um Geister und ja, mal schauen, ob mich dieses Buch vielleicht sogar noch mehr packen kann oder ob man da Vergleiche ziehen kann. Falls jemand diese Bücher schon oder das Buch schon mal gelesen hat, kann mir ja schreiben, wie ihm das gefallen hat. Das würde mich sehr interessieren. Ja. Kommen wir zu dem nächsten Buch. Da ich die ganze Reihe von House of Night habe und das bei Avell jetzt gerade
für 99 Cent gibt, habe ich Leonas Versprechen, also diesen Zusatzband in Hardcover direkt mitbestellt, weil da ist nichts dran außer Menge Exemplarstempel. Ansonsten ist das in einem bandfreien Zustand. Normal kostet das 11,99 €. Was will man denn mehr? So, Meridian. Da geht es um ein Mädchen, was eine besondere Gabe hat. Es gibt die Seelen weiter in Richtung Himmel. Also sie ist praktisch ein Großengel oder sowas. Keine Ahnung. Auf jeden Fall sind diese besondere Gabe die Seelen weiterzuschicken und ja, wie das jetzt genau ist, keine Ahnung, aber ich fand dieses Cover so schön, ich weiß nicht, ob man das sieht, das ist so total schön illustriert, das glänzt so schön und auch von innen hier, das sind immer so, ich weiß nicht, ob man das sehen kann, immer innen drin so schön bemalt. Gefiel mir ganz gut und ja, bin einfach mal gespannt, auch so von dem Gefühl von dem Hardcover, das ist so ein bisschen weichlich. Finde ich ganz interessant. So, ein weiteres Buch, was auf jeden Fall ein totaler Coverkauf war, war Angel Eyes von Lisa de Roschütz. Weiß ich jetzt nicht, wie man das ausspricht. Das Cover ist so schön. Also das gefällt mir wahnsinnig gut und ja, geht irgendwie um Dämonen und Engel. Genau, weiß ich es nicht. Ich bin aber auf jeden Fall mal gespannt, weil ich hatte jetzt die Dark Elements alle komplett durchgelesen und die ging über Gargoyles und über Dämonen, die haben mir super gefallen. Und deswegen bin ich einfach mal gespannt, wie diese Reihe dann oder dieses Buch mir dann gefällt. Ich weiß nicht, gibt es da einen Fortband? Ist das jetzt? Keine Ahnung. Weiß ich nicht, ob das jetzt ein Band ist oder ob das jetzt mehrere sind. Das muss ich dann nochmal recherchieren. So, ein anderes Buch, das ist Halfback. Ich finde das Cover ja sehr schön. Ich habe gehört, das soll wohl nicht so ganz so gut sein, aber ich wollte mal meine eigene Meinung darüber bilden. Und weil ich das bei Avel gut bestellen konnte, also günstig bestellen konnte, habe ich es jetzt einfach mal bestellt. Und ja, da bin ich dann auf jeden Fall mal gespannt. Es geht irgendwie um Hexen und der Protagonist ist ein Hexer. Und was er so für Gefahren überbrücken muss und was da jetzt genau mit ist, kann ich jetzt nicht genau sagen. Es steht hier auf jeden Fall ein fantastischer Thriller. Vielleicht wird das dann doch recht spannend werden, wenn da so Thriller-Elemente mit drin sind. Die mag ich eigentlich ganz gerne. Ja, ein nächstes Buch, da habe ich mich wahnsinnig drüber gefreut. Das ist das, erhältlich gibt und zwar für einen günstigen Preis. Elias und Laia. Darauf habe ich schon die ganze Zeit gewartet, weil ich dachte, ich habe auch so viele Bücher, warte mal erstmal, bis das günstige raus ist. Und ja, ich hatte jetzt Glück. Ich spiele so in der arabischen Welt, so viel ich weiß. Es ist ein bisschen 1001 Nacht angehaucht. Und dadurch, dass jetzt auch bald der zweite Band erscheint, bin ich dann natürlich froh, dass ich den ersten jetzt hier habe und dass ich den dann doch schnell weglesen kann, damit ich mir den zweiten kaufen kann und direkt hinterher lesen kann. Da bin ich dann doch mal sehr gespannt. So, aber wir haben jetzt durch und fangen wir jetzt mit Medimops an. Ich habe das erste Buch hier oben liegen.
Schattenblüte von Nora Melling. Wahnsinnig schönes Cover. Also das war ein absolutes Coverkauf. Ich muss zugeben, ich lese mir normalerweise eigentlich die Texte durch. Dieses Mal bin ich dann doch ein bisschen sehr spontaner geworden, weil ich die ein paar Cover so schön fand, dass ich mir noch nicht mal die Texte durchgelesen habe. Also die haben mich dann so angesprochen, dass ich dachte, okay, wird bestimmt so meine Thematik sein. Ja, auf jeden Fall sieht dieses Cover einfach schön aus und ich weiß nicht, worum es geht und ich muss es lesen, um zu erfahren, was da jetzt genau für eine Geschichte dahinter ist und ich hoffe, dass der Inhalt genauso schön ist wie dieses wunderschöne Cover. Ja, haben wir das auch schon mal. So, dann habe ich noch die zwei Bücher von Elfenseele bestellt. Da fehlt noch der, ich weiß nicht, dritte Band oder so. Also es sind auf jeden Fall drei Bände. Ich weiß jetzt nicht, welchen ich jetzt hier in der Hand habe. Keine Ahnung. bin aber auf jeden Fall mal gespannt, wie die so sind vom Inhalt her. Ich habe gehört, dass die sehr kindlich gehalten wurden. Also so für 13-, 14-jährige Mädchen oder auch Jungs. Geht über Elfen und weiter weiß ich nicht genau. Also es geht darum, dass, dass ein Mädchen über Elfen Bescheid weiß und es aber nicht sagen darf und in mysteriöse Geheimnisse eingeweiht wird. Und bin ich auf jeden Fall mal gespannt. Ich werde auf jeden Fall diesen dritten Band, der mir fehlt, ich weiß jetzt nicht welchen, werde ich auf jeden Fall auch noch bestellen, damit ich die Reihe voll habe. Kommen wir zu einer weiteren Reihe. Das sind auch drei Bände, normalerweise. Den ersten habe ich woanders bestellt, weil es den bei Lady Mops nur eben gut gab und ich wollte den gerne sehr gut haben. Und ja, der ist aber leider nicht angekommen. Ich hatte da mich schon gemeldet und so weiter und habe den jetzt woanders bestellt. Die vorige Bestellung habe ich storniert und ja, da fehlt mir nämlich übrigens der erste Teil. Die Cover sind wahnsinnig schön, gefallen mir wahnsinnig gut. Nightshade heißt die Reihe und da geht es darum, da ist ein Mädchen, die ist eine Kriegerin und sie wird praktisch zwangsverheiratet mit einem Werwolf. Das Problem ist aber, dass sie sich vorher in einen Menschenjungen verliebt und ja, sagen wir es mal, für wen sie sich entscheidet, welche Missionen dann noch auf sie warten und ob es jetzt nun gut geht oder schlecht geht, das werde ich dann mal lesen. Und deswegen bin ich auch wahnsinnig gespannt, wenn der erste Teil bei mir dann noch einzieht, damit ich die schnell hintereinander durchlesen kann. Warum ich jetzt überhaupt diese Bestellung gemacht habe, zumindest die eine von Minimops, war dieses Buch hier. Verlieb dich nie in einen Wahlgeist. Wahnsinnig süßes Buch von Sarah Ockler. Da geht es um die Judith. Die hat ein paar ältere Schwestern. Auf einen Schwur hin sollte sich nie in ein Vagas verlieben, weil die alle Hexenbrecher sind und alle heimtückisch sind. Und da sind wohl einige Mädchen schon auf diese Jungs der Familie reingefallen. Und ja, jedenfalls ist ihr Vater krank und er hat eine Harley in der Garage stehen und sie möchte gerne, dass dieser Harley repariert wird, um ihm eine Freude zu machen. Ja, natürlich kommt ein gut aussehender, junger, knackiger Kerl und repariert ihr. Sie stellt aber kurz oder lang fest, dass er mit Nachnamen Vargas heißt. Ja, und wie sich das natürlich entwickelt und ob sie sich über diesen Schwur hinweg sehen kann oder ob sie dann doch mit den Jungen durchbrennt,
Ja, das würde ich natürlich lesen. Die Richtung kann man sich natürlich denken, aber welche Komplikationen dann natürlich auftauchen, machen die Sachen bestimmt sehr witzig, interessant und spannend. Ihr wisst, was ich meine. Und ja, das war schon das letzte Buch. Die anderen zwei Bücher, die ich Anfang dieses Monats bestellt habe, habe ich auch noch. Die sind aber noch in dem vorigen Video mit enthalten. Die packe ich jetzt nicht noch extra in dieses Video. Ja, so, das waren dann jetzt alle und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!